Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr kennt es, wenn ihr Kunststoff von Innenverkleidungen von Ronnern habt, wie zum Beispiel, bestes Beispiel bei der Aprilia SR50, sieht die irgendwann richtig vergilbt aus, weiß, ausgeblichen, nicht mehr schön. Und ja, ich denke auch viele andere Rollermodelle werden dieses Problem haben, dass gerade wenn Roller längere Zeit in der Sonne stehen, dass es dann irgendwann so aussieht. Und jetzt gibt es einen ganz einfachen Tipp. Methode 1, Verkleidungsteile austauschen. Methode 2, Verkleidungsteile lackieren. Was, ja gut, wir wissen alle, wie es aussieht, wenn man Innenverkleidungen lackiert. Das ist einfach eine Stelle, wo man immer wieder mit den Füßen hinkommt und dann sieht das sehr schnell sehr wieder kacke aus. So, die Methode, die ich damals bei meinem Golf 3 an der Stoßstange verwendet habe, habe ich jetzt hier mal getestet. Und ihr seht schon den Unterschied. Linke Seite ist wieder schön dunkel, rechte Seite verblichen. Zum Vergleich, dieses Verkleidungsteil ist neu. Das ist auch neu. Und das hat fast wieder den gleichen Farbton. Ich habe jetzt das gleiche mal hier bei den alten Verkleidungsteilen zum Testen versucht. Man sieht auch hier, dass es gleichmäßig schön wieder dunkel geworden ist. Dieser Trick funktioniert nicht, wenn die Verkleidungsteile lackiert sind, so wie hier zum Beispiel dieser Teil ist lackiert. Lack reagiert dann nochmal ganz, ganz anders. Oder hier zum Beispiel das innere Teil, was jetzt fast wieder aussieht wie das neue, was ich gekauft habe. Also es ist sehr viel dunkler geworden. Man sieht aber auch an manchen Stellen, wirft es Flecken, wenn man ungleichmäßig arbeitet. Dann muss man da vielleicht nochmal drüber. Und man kann das Verkleidungsteil sehr schnell verbrennen oder anschmoren. Also deswegen das Ganze auf eigene Gefahr. Ne? Übt am besten erstmal bei alten Verkleidungsteilen, dass ihr so ein bisschen Gefühl dafür kriegt. Und ich sage mal so, bevor man jetzt ein Verkleidungsteil austauscht, ist es eine gute Möglichkeit, es erstmal so zu probieren. Und ja, das Resultat. Ich habe auf der linken Seite schon mal angefangen. Es sieht viel, viel besser aus als vorher. Es ist nicht mehr so verblichen, es ist nicht mehr so verkratzt. Der Trick dahinter ist ganz einfach. Man nimmt den Heißluftföhn, erhitzt das Kunststoff, bis es anfängt zu glänzen. In dem Moment ist die obere Schicht ist quasi weich und kann sich wieder miteinander verbinden. Kratzer und Risse, kleinere Kratzer und kleinere Risse gehen da auch sehr gut wieder raus. Und man hat wieder so eine schöne dunkle Oberfläche, wie es ursprünglich mal gedacht war. Der Nachteil, wenn ihr an manchen Stellen ungleichmäßig arbeitet, habt ihr Flecken, dann müsst ihr, wenn das Ganze abgekühlt ist, vielleicht nochmal drüber gehen und da mal schauen. Seid auf jeden Fall vorsichtig und ich erwähne es auf jeden Fall nochmal ausdrücklich, das Ganze funktioniert nicht bei Außenverkleidungen. Die sind nämlich lackiert. Macht das nur bei Innenverkleidungen. Weil dieses Material, dieses unbearbeitete, rohe Kunststoffmaterial, was man als Innenverkleidung hat, mit dem funktioniert es sehr, sehr gut, mit allen anderen eher nicht. Und dann den Heißluft schön anmachen und warten, bis er ordentlich Temperatur hat. So, dann kann man schon sehen, wie es schön dunkel wird. Schaut auf jeden Fall, dass ihr genug Licht habt und dass ihr vielleicht erstmal einen Durchgang macht und wenn ihr seht, okay, es ist abgekühlt und ihr habt noch Flecken, dann macht ihr noch einen zweiten Durchgang. Macht das am besten auch nur bei Verkleidungsteilen, die eingebaut sind. Wenn ihr die Verkleidungsteile irgendwo lose rumliegen habt, kann es sein, dass sie sich verformen und dann nachher nicht mehr passen. Deswegen macht das am besten nur, wenn die Verkleidungsteile eingebaut sind. Und hier zum Beispiel auch. So, soweit so gut. Sieht schon mal deutlich besser aus. Jetzt lassen wir das Ganze einfach mal abkühlen. Und dann sehen wir, wo noch Stellen sind, wo wir vielleicht noch mal drüber müssen. Es gibt auch Kunststoffaufbereitungsmittel. Das Problem ist, dass diese Mittel
nach einiger Zeit wieder aussehen wie vorher. Und dass die Mittel, die euer Kunststoff einfärben, da gibt es welche mit so einem Schwämmchen vorne drauf. Das Problem ist, dass das immer unregelmäßig aussieht. Also ich habe es sonst bei meinem Golf 3 auch so gemacht. Ich habe es einmal gemacht und es hat immer gehoben, weil ihr quasi dieses komplette Kunststoff nochmal erwärmt und es nochmal diese Mikrorisse, die sich durch Sonneneinstrahlung und durch Hitze bilden, diese Mikrorisse schmilzen gerade einfach wieder zusammen und dann habt ihr auf jeden Fall ein sehr gutes Ergebnis. So Leute, das Ganze ist abgekühlt. Ich bin an manchen Stellen nochmal kurz drüber. Wollte jetzt aber auch nicht übertreiben. Habe jetzt Fußgummi wieder hingemacht. Und ja, es ist eine gute, günstige Alternative, seine Innenraumverkleidung, seine Beinschildverkleidungen beim Roller ein bisschen wieder hübsch zu machen. Es sieht zwar ganz klar, es sieht nicht mehr aus wie neu, aber es sah auch vorher nicht aus wie neu. Und es sieht auf jeden Fall definitiv deutlich besser aus als vorher. Ihr braucht ein bisschen Übung. Ja, und ich finde, das Ergebnis ist gar nicht mal schlecht. Es kostet nichts, es sieht wieder gut aus. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao mit V.